Na, wann hat das letzte Mal zu Ihnen jemand gesagt, du süßer Mäuserich, du süße Maus? Mäuse können hübsch sein, Mäuse können süß sein. Und den Beweis dafür, den haben wir gleich. NDR 2 mit Hinnerk Baumgarten. Von wegen. Nee. Von wegen im Netz laufen nur Katzenbilder. Nee, Mäuse. Mäuse sehen großartig aus. NDR 2 ist hier. Den Beweis liefert jetzt Steve Gupta aus Flensburg. Wahrscheinlich hat er in der Jugend für Bernhard und Bianca geschwärmt. Jedenfalls, Steve Gupta hat Mäuse fotografieren für sich als Hobby entdeckt. Herr Gupta, warum denn nun eigentlich Mäuse? Mir ist eigentlich so aufgefallen, dass ja Mäuse eigentlich nicht so einen guten Ruf haben. Also alle Leute erschrecken sich und kann man ja auch verstehen, denn diese Mäuse huschen ja nur schnell irgendwo längs und dann sieht man nur eine Bewegung und man erschreckt sich. Und ich wollte einfach nur zeigen, wie die Mäuse so im Verhalten sind und wie sie aussehen, wie niedlich sie sind. Und das muss ich wirklich sagen, das ist Ihnen gelungen. Also wir haben ja ein paar Bilder auch bei uns auf die Seite gestellt, ndr.de, ndr2. Die sehen ja so toll aus. Oh, danke schön. Diese Gesichter auch und diese Körper, das ist wirklich ganz, ganz niedlich. Und wie sieht denn eigentlich so ein Mäuseshooting aus? Ein Mäuseshooting? Ja, also da liege ich tatsächlich oder warte vor den Löchern teilweise stundenlang, um die Mäuse auch an mich zu gewöhnen, dass sie merken, dass keine Gefahr von mir kommt. Es sind ja Fluchttiere und bei jeder Bewegung und wenn die Umgebung anders aussieht als vorher, wenn ich davor sitze vor so einem kleinen Loch, ist es natürlich für eine Maus, sieht ja nur so einen riesen Berg auf mal vor sich sitzen und so, da sind sie natürlich scheu bis zum geht nicht mehr. Und um diese Scheu abzubauen, muss ich denn mich immer präsent zeigen. Und auch das Klicken der Kamera, die müssen sich an die ganzen Geräusche gewöhnen, damit sie nicht immer gleich wieder verschwinden. Und stundenlang gucken sie da vor so ein Mäuseloch und warten, dass da mal einer den Kopf raussteckt. Ja, also das ist ja so, dass ich tatsächlich so aus 80 Zentimeter Entfernung mit einem Makroobjektiv diese Bilder schieße, um diese ganze Struktur der Maus darzustellen. Und dafür darf man sich eben nicht bewegen und muss absolut still sein, denn jede Bewegung ist gleich ein Alarmsignal für die Maus. Die sind sofort weg. Und deswegen ist da immer viel Vorbereitung. Es geht auch viele Tage, dass man da umsonst 3-4 Stunden da hockt. Dass man so ein Foto kriegt, dauert ziemlich lange. Aber es lohnt sich. Tolle Mäusefotos. Dankeschön, Steve Gupta bei NDR 2. Können Sie sich mal anschauen. Wirklich, es lohnt sich. Sind echt ganz witzig, die Dinger. Schauen Sie rein bei uns bei NDR 2 online.